Herzlich willkommen zum Heugischen Prinzip. Das Heugische Prinzip besagt, dass jeder Punkt einer Wellenfront kann als Ausgangspunkt einer Elementarwelle angesehen werden. Die Überlagerung dieser Elementarwellen ergibt das sichtbare Wellenfeld. Und zwar, wenn wir hier einen stabförmigen Erreger haben, das heißt, dass dieser Erreger ins Wasser zum Beispiel eintaucht und Wellen hervorruft. Und diese Wellenbreiten sind geradlinig. Und zwar kann man auch in einem anderen Video, habe ich erklärt, wie Wellenfronten von punktsymmetrischen und stabförmigen Erregern aussehen. Wenn ihr das nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. In diesem Feld ist ein stabförmiger Erreger hier und taucht jetzt in gleichen Zeitabständen ins Wasser ein und aus. Dabei werden Wellen hervorgerufen, die jetzt sich hier so ausbreiten. Und diese Wellen sind Wellenfronten. Das entspricht einer Wellenlänge. Das hier. Auch eine Wellenlänge, auch eine Wellenlänge. Und jetzt sagt das Heugische Prinzip aus, dass jeder Punkt einer Wellenfront als Ausgangspunkt einer Elementarwelle angesehen werden. Also eine Elementarwelle ist einfach eine neue Welle, die erzeugt wird. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, wir haben hier, sag ich mal, vier Punkte verteilt und tauchen diese jetzt ein. Und dann entstehen Elementarwellen, einzelne Wellen, neue Wellen, breiten sich aus. Und dann, wenn die jetzt nebeneinander sind oder liegen, dann sieht man schon, dass sie im Endeffekt eine Gerade bilden. Wir haben hier nur vier einzelne Elementarwellen abgebildet, aber so ein Stab hat ja unendlich viele Punkte, die gleichzeitig im Wasser eintauchen. Das heißt, es entstehen ganz viele kleine Elementarwellen, die sich so überlagern, dass im Endeffekt eine Wellenfront herauskommt. Zeige ich nicht jetzt noch mal mehr ein. Und schon sieht man, dass sie hier mit erhöhter Anzahl wird auch die Wellenfront geradliniger. Das heißt, stabförmiger Erreger, der taucht ins Wasser ein. Dabei hat er unendlich viele Berührungspunkte mit dem Wasser, die gleichzeitig eintauchen. Und jedes davon kann man als eine Elementarwelle ansehen. Und in der Summe macht es dann eine komplette Einhüllende aus. Das besagt das Heugische Prinzip. Wenn sie sich jetzt noch weiter ausbreiten, dann sieht man, dass die zweite Wellenfront genauso aussieht wie die erste Wellenfront und dass diese Wellenfront auch wieder gleichzeitig ein Ausgangspunkt ist für eine neue Elementarwelle. Das heißt, man kann auch hier einzeichnen und schon sieht man, dass sich die Wellenfront neu bildet. Das heißt, jede Störung des Wassers beziehungsweise oder ja, das Störung des Wassers ruft eine neue Elementarwelle hervor. Normalerweise sind, jetzt kennen wir Wellen jetzt vom Wassertropfen. Wenn das jetzt ein Wassertropfen eintaucht ins Wasser, dann breiten sich die Wellen radial symmetrisch aus. Und so passiert das auch hier in den Wellenfronten.